Übungskämpfen, um dich im Kampf zu verbessern, sowie Gegenstände und andere Belohnungen zu verdienen. Das Training mit Experten unterschiedlicher Kampfstile verbessert nicht nur dein Geschick, jeweiligen Kampfstil, sondern schaltet unter Umständen auch neue Kampffertigkeiten frei. Bin fertig! Hab du schnell gelesen, oder? Hallo, Vergangenheitspirates, ich bin fertig, jetzt mal schneller! Hallo! Endlich! Das bist du! Analphabet! Er will sich selbst dissen. So. Jetzt einmal doof auf die Karte gucken. Das ist die Karte. Das habe ich noch nicht ganz fertig. Die habe ich nicht mal gemacht, oder? Nee, ich glaube nicht mehr. Ich glaube 40 Minuten. 40 Minuten ungefähr schafft man es. Da habe ich nur eine Pause gemacht. War sogar mein. Jemand braucht Unterstützung. Ja, schön. Habe ich gar nicht gelesen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Sag, was möchtest du tun? Viel mehr über das Dojo. Hier sind einige ausgezeichnete Krieger versammelt. Wenn du dich mit ihnen misst, kannst du sicher noch so einiges über Kampfkunst lernen. Also, möchtest du es mal versuchen? Möchte üben. Also gut, dann wollen wir mal sehen, was du kannst. Ich suche Dojos in meinen Trainingseinheiten mit verschiedenen Kampfkunstmeistern teilzunehmen. Dadurch verbessert sich nicht nur deine Kampffertigkeiten, du kannst auch Gegenstände verdienen und deine Bindungen stärken. Basierend auf deinem Trainingspartner nimmst du entweder in einem Übungskampf mit Trainingswaffen oder im ernsten Kampf mit echten Waffen teil. Wobei das mit echten Waffen ein bisschen verwirrt, weil es ein Dojo ist, aber okay. Aber okay. Wir geben beide unser Bestes. Genau, da habe ich jetzt nämlich gleich nochmal gemacht und habe ich mich als wahnsinnig empfunden. Weißt du, ich hab den härtesten Bossfight bis jetzt gemacht. Und dann habe ich gleich nochmal das den Scheiß gemacht. Ja, nicht mehr was gut aus. Habe ich nicht auch knapp First Try gekriegt? Ja, aber da war ich aber so ausgelaufen von dem alten Bossfight. Dass ich da ein bisschen blöd gekämpft habe. Glaube ich. Oh, aber ich glaube, es läuft ein bisschen besser.
Okay. Ich glaube ja doch, das ist so. Obwohl er schon echt hart war, glaube ich. Jetzt ging, glaube ich, aber. Oh. Ja. Okay. Hallo, jetzt hau ihn weg. Der war gut. Das kann aber gut. Oh mein Gott. Ja, ich hab ihn. Aber knapp. Was soll ich sagen? Du hast mich erwischt. Bei der Auswertung von Trainingseinheiten spielen Zeit, Schaden und Technik eine Rolle. Zeit, wie schnell du deinen Gegner besiegt hast, Schaden, wie viel Schaden du erlitten hast, bevor du deinen Gegner besiegt hast, Technik, wie viel erfolgreiche Konterfunken, kritische Treffer landen. Ja gut, dann war das natürlich ziemlich scheiße, weil ich habe es ja knapp noch so geschafft. Jetzt diesmal schneller vergangen als Pirates, komm. Vielen Dank für deinen Besuch und bis bald. Das nächste Mal holen wir noch mehr aus dir raus. Ah, mach ich jetzt. Habe ich doch noch versucht, dein Glück gemacht? Ich habe gedacht, ich habe es nicht gemacht. Doch noch die Mission? Nee, ich habe doch keine Hauptmission, die Mission mehr gemacht, oder? Ich bin schon Stufe 12, nice. 11. Also stimmt, jetzt haben wir diesen Banditen da gejagt. Hey, bleib stehen! Ah ja. Ja,
Ja, ja, stimmt, wir haben uns in die Falle gelockt. Unser lieber Bandit. Und ja, ja, so geht einfache Kämpfe. Genau, ja, das sind halt die normalen Schwierigkeitsgrade. Hier finde ich, merkt man, weil sie halt den Schwierigkeits... Ich finde es auch gut, ne? Wenn sie jetzt jeden Gegner... Würden sie jetzt jeden Gegner so ganz... so schwer machen wie den letzten, wäre dann, dann wäre es hart, ne? Aber das meinte ich halt. Die haben solche Angriffsmuster willig gewählt, die so ein bisschen auch langsamer sind. Stimmt, jetzt habe ich den großen. Oh Gott, mein. Wow. Ah, fuck, jetzt haben wir neben geschossen. Ja, und jetzt. Boah. Oh, nicht ganz gekillt. Aber jetzt, zack. Ohne dein Zutun wäre das übel ausgegangen. Danke für deine Hilfe. Stimmt, jetzt habe ich die letzte Tour bekommen. Ja, dann habe ich, glaube ich, jetzt habe ich die letzte Tour. Oh. Ja, noch mehr Gegner. Ja, komm her. Ob der Leute. Zack, zack, zack. Hauen wir euch weg. Ja, ich muss ich zu zwei laufen. Ich mache ein bisschen schade, dass es nicht irgendwie unterschiedlich auch mit unterschiedlichen Farben markiert ist, ne? So nur mit einer kleinen 2. Ja, man erkennt die schon, aber wäre ganz cool gewesen, wenn sie mal nicht. Ja, ist dann die zweite oder das erste ist gelb, das zweite ist lila. Was weiß ich. Aber gut. Okay, jetzt gehe ich nach oben. Ah, jetzt speichere ich bestimmt einmal, ne? Oder einmal einen Kontrollpunkt aktivieren, falls ich die Fresse kriege. Aber ich glaube, jetzt lief's wieder, weil das, die Städte und so sind halt easy. Also bis jetzt. Ich bin noch nicht durch. Ich komme nachher auch noch Städte, die nicht easy sind. Aber bis die waren easy. Die Stadt, also die Yokohama da und Umgebung. Genau, ich hätte diese wunderschöne Tour geholt. Genau, da war ich glaube, da wollte ich kontern oder was wollte ich denn da machen? Ich weiß nicht, was ich machen wollte, es hat auf jeden Fall funktioniert.
Wollte ich da kontern, obwohl. Hä? Egal. Egal, ich habe ihn weggehauen. Und wir haben, und damit hatte ich jetzt, glaube ich, auf 100% bekommen, ja. Jetzt habe ich die nächsten Bezirk auf 100%, genau. Und habe ich gesagt, glaube ich, wir machen nicht die Mission, lass uns doch den Bezirk machen, auch wenn der Stufe 12 ist, weil der Boss ja fertig gekriegt. Und mir dachte so, hey, alles schwerer als der Boss, kann es nicht. Oder bin ich doch. Nee, ich hab doch die Stadt fertig gemacht. War nicht? Ja. Weiß ich nicht. Achso, in den Speierpunkt gehe ich, ne? Ja, da ist ja die Mission. Ah, hier. Und ich habe mich erstmal unterbrochen, weil ich erstmal habe gesagt. Ah, ich wusste doch, du würdest kommen. Halt dich erstmal an mich. Das ist sicherer. Allein ziehen sie dir garantiert die Hosen aus. Das glaube ich nicht. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe das Gefühl, heute räume ich so richtig ab. Dafür musst du deine Glückssträhne aber mit mir teilen, ja? Ah, ich kann da nicht, dass ich das schon gemacht habe noch. Glücksspiel war das, also, ja. Okay, habe ich es doch noch gemacht. In Spielhöllen kannst du Münzen ausgeben, die du gegen Geld erhältst, um ungerade oder gerade zu spielen. In diesem Spiel musst du raten, ob die Augenzahl der Würfelrunde ungerade oder gerade ist. Wenn du gewinnst, wird dein Wetteinsatz in Spielmünzen vervielfacht. Wenn du verlierst, verlierst du auch alle Spielmünzen. Genau, ah ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Mit den Würfeln, genau. Und dann zack. Los, Leute. Macht eure Wetten. Dann ungerade. Ich glaube ungerade. Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist 1 und 2, ungerade. Ja! Nächstes Spiel! Runter mit dem Becher! Los, Leute! Macht eure Wetten! Fertig? Dann schließen wir die Wetten. Ich zwei auf gerade. Ich glaube, es war sogar ich. 4 und 2. Gerade! Ja! Nächstes Spiel! Rein mit den Würfeln! Los, Leute! Macht eure... Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist... 5 und 4. Ungerade!
Nice. Ich war mir so sicher. Rein mit den Würfeln. Los, Leute. Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist... 3 und 1. Gerade. Ich war mir so sicher. Los, Leute. Macht eure Wetten. Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist... 2 und 6. Gerade. Ja! Nächstes Spiel. Los, jetzt setz schon. Ha, ich hatte eine echte Glückssträhne. Wie lief's bei dir? Erreicht es. Ah, gut. Wird doch langsam Zeit. Genau, wird langsam Zeit, ja. Gerät gern mal in zwielichtige Geschäfte.